Hallo und herzlich willkommen bei Technik-Time-Check. Heute geht es darum, um die Brutmaschine, sag ich mal. Und zwar, wir probieren heute aus gekauften Eiern, jetzt in dem Fall von Edeka, hier Küken zu brüten. Ich habe einmal von Edeka, dann von Netto habe ich hier oben drauf geschrieben, ganz klein. Die sind weiß. Und dann habe ich noch welche von Aldi. Von Aldi habe ich einmal die Bio-Eier, die sind auch weiß. Und dann habe ich nochmal, falls ich in der Brutmaschine noch Platz habe, nochmal die aus Bodenhaltung, weil hier steht drauf, dass die auch noch einen Wintergarten haben. Und deswegen probiere ich die einfach auch noch aus. Und als allererstes, damit wir wissen, welche Eier welche sind, nummerieren wir sie jetzt. Ich habe mir hier damals einen Eierstempel gekauft, hier. Also Hashtag Werbung für die Marke jetzt. Einen Eierstempel gekauft, weil ich ja auch Eier verkaufe von meinen eigenen Hühnern. Und die werde ich dann damit stempeln, oder habe ich damit gestempelt, mache ich jetzt auch nicht mehr, viel zu viel Aufwand. Hier habe ich übrigens noch Eier, einmal diese kleinen Eier, die sind von meinen Puttchen, von meinen Hühnern, die ich nicht verkaufen kann. Und diese vier Eier hier, die sind nochmal von einem Eierautomaten im Bühlstedt. Und da werden wir auch nochmal gucken. Also erstmal werden wir jetzt hier mit den, wir fangen mit den Edeka-Eiern, fangen wir an. Das hier sind die Edeka-Eier. So, die Edeka-Eier bekommen die Nummer 8. Also sie bekommen direkt ein ganzes Datum drauf gestempelt, aber ich merke es mir jetzt mit der Nummer 8. Gucken wir mal, wo ist die Nummer 8? Hier. Da. 08. Na, da 08. Ich brauche auch nur 8 Eier davon, denn meine Brutmaschine kann insgesamt 56 Eier, aber pro Lade, also pro Fach, sage ich jetzt mal, kann die 8 Eier. Die restlichen Eier nehmen wir für Spiegelei oder Kuchenbacken oder so. Das heißt, wir nummerieren jetzt hier einmal die Eier mit der 8. Ja, da, die 8. Natürlich jetzt beim Kükenschliff kann ich nur sagen, dass die und die Eier jetzt gebrochen sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, welches Küken von welchem Ei ist. So, jetzt haben wir sie alle, habe ich hier auch, jawohl. Die Edeka-Eier haben wir nummeriert. Die anderen beiden, die benutzen wir nicht. So, dann haben wir jetzt hier die Netto-Eier. Die bekommen eine andere Nummer. Das war die Nummer. Ich glaube, das ist die Nummer 9. So, gucken wir mal. Das sind natürlich jetzt die weißen hier. Ja, da. Nummer 9. Haben wir auch 8 Stück von. Und natürlich ist heute nur in diesem Video das Einlegen dargestellt. Und zeige ich euch nochmal die Brutmaschine. Und sonst das Küken-Schlüpfen. Das kommt dann in einem separaten Video. Wie gesagt, das Video ist live. Das kommt ja heute, also live, naja, ist quasi live aufgenommen. Das ist ja heute der 6. Ist heute der 6.? Ja, heute ist der 6. März, glaube ich. Und das Video kommt ja heute auch noch online. Das sind jetzt die Edeka, die Netto-Eier. So, und dann jetzt noch die Aldi-Eier. Da werde ich jetzt die Nummer. Moment, welche Nummer? Nehmen wir Nummer 7. Da gibt es einen kleinen Cut für euch. So, die Aldi-Eier wären jetzt auch fertig gestempelt. Jetzt kommen wir zu den anderen Eiern. Also meine Eier, die werde ich nicht stempeln, weil das hier sind meine ganz normalen Hühnereier. Die erkenne ich, weil die alleine schon nicht so groß sind. Also nicht die normalen, das sind halt die Putscheneier. Die hier, dieses kleine Zwerghuhnei, das habe ich auch schon einmal in meinem anderen kleinen Inkubator. Zeige ich euch gleich noch. Davon habe ich 2 bekommen, aber in meinem Inkubator hatte ich schon laufen. Da waren schon 6 Eier drin. Der kann nur 7, der kleine. Und hier, das werde ich auch noch einmal mitbrüten, wenn ich ihn schon anhabe. So, dann werden wir hier jetzt noch auf die vom Hühnerhof, die Eier. Das sind ja nur 4 Stück. Werden wir jetzt auch nochmal. Das dürfte die Nummer 6 sein. Gucken wir mal. Jawohl, die Nummer 6. Da werden wir die nehmen. Zack. Und der letzte. Perfekt. So, jetzt haben wir alle Eier gestempelt. Und jetzt werden wir die jetzt erstmal zum. Erstmal stelle ich euch den Inkubator vor. Nicht so eine Haspelei hier. Also, das hier ist mein großer Brutapparat. Habe ich heute
bekommen. Habe ich mir von eBay Kleinanzeigen gekauft. Der ist von Wildtech. Wie gesagt, für das ganze Video hier Werbung. Da war mal ein anderer Deckel drauf mit der Lampe. Deswegen kann man hier noch einen Knopf drücken. Dann erscheint diese Lampe. Dann würde der Strom da drauf geben. Auch so eine Steckverbindung. Dann wäre hier oben noch so eine Schierlampe mit integriert. Die habe ich aber selbst. Dann hat er hier Set, womit ich die Lufttemperatur und die normale Temperatur einstellen kann. Dann On-Off. Und dann kann ich auch noch Reset drücken, dann geht der wieder zurück. Und dann dreht der jetzt gerade auch einmal die Eier, das sieht man ganz langsam, oder den Wendedings. Das macht er alle 2 Stunden, nur ich habe jetzt auf Reset gedrückt. Und deswegen, wenn ich jetzt nochmal drauf drücken würde, würde er nochmal die Eier drehen. Das heißt Eier drehen, es sind ja noch keine eingelegt. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. So, wie gesagt, automatisch, ich muss nur Wasser nachfüllen und einmal am Tag lüften. Jetzt zu meinem Mini-Brutapparat. Der steht hier auf 38 Grad. Drinnen sind ca. 37,7 bis 37,8. Das schwankt immer. Da hatte ich ein Thermometer drin. Hier ist auch das kleine Puttchen-Ei, wovon ich gesprochen habe. Hier habe ich 3-mal Grünlegeeier, 2-mal weiße, 1-mal braune. Ich habe mein Onkel schon mal 3 Grünlegeeier gegeben. Bei denen sind sie nicht geschlüpft. Der hatte eine Glucke. Aber ich probiere es jetzt einfach nochmal, ob sie jetzt bei mir schlüpfen. So, jetzt schreiben wir mal auf, welche Eier welche sind. Gucken wir jetzt mal. Edeka-Eier waren hier. Die Edeka-Eier hatten die Nummer. Gucken wir jetzt nur einmal. 8. Edeka 0. 8. Dann. Netto, das war Netto hier, die hatten die Nummer 9, so dann, das war Aldi, die hatten die Nummer 07, Aldi 07, dann der Eierautomat in Bühlstedt 06. Nee, halt mal. Ist das überhaupt der Eierautomat? Nee, das sind Eier vom Geflügelhof. Ich wollte gerade sagen, die aus dem Automat sind doch gestempelt. Geflügelhof Nummer 06. 06. Ich wollte gerade sagen, ich schreibe ihn jetzt in 6. Ich war gerade völlig verwirrt. So, dann würde ich sagen, legen wir die Eier einfach mal ein. So, wir legen hier zuerst die Edeka-Eier ein. Guck mal, genau, die sind gestempelt. Die legen wir hier zuerst ein. Die letzten beiden. Perfekt. Das sind die Edeka-Eier. Jetzt brauchen wir noch die Netto-Eier. Haben wir hier. Genau das. Genau die Nummer 09. Wir hatten ja nur 8 Stück gestempelt, weil hier, wie gesagt, auf einzelner Schiene, sage ich jetzt mal, auch nur 8 Eier reinpassen. Okay. Die hier. So, jetzt kommen die Aldi-Eier. Die Stempelung. Oh, hier habe ich gar nicht gestempelt. Ach ja, stimmt ja. War ja das letzte Ei. So. Und so. Das waren die Aldi-Eier.
So, dann kommen hier einmal meine Eier. Hier einmal das Puttchenei. Meine eigenen Hühnereier. Dann hier die vom Geflügelhof. Zack. Und zack, das andere noch vom Geflügelhof. So, hätten wir die. Dann müssen wir ja noch einmal die Eier vom Aldi aus der Bodenhaltung auch noch einmal bestiften. Das mache ich jetzt noch einmal schnell. So, jetzt hätten wir die Eier auch noch einmal, die Aldi-Bodeneier einmal gestempelt. Wir haben jetzt die Nummer 5. Kommen jetzt hier alle rein. Ich habe jetzt alle gestempelt, weil hier werde ich noch die übrigen Eier reinpacken. Immer. Ja. Hier sind ja auch nochmal 2 Stück. So, hätten wir die auch weg. Dann beschrifte ich jetzt noch einmal immer hier die letzten beiden von Edeka. So, weil da ich jetzt doch noch so viel Platz habe, hier drinnen, packe ich noch die letzten beiden Eier. Ich habe ja hier immer nur die 8 Eier reingepackt von den Packungen. Und jetzt packe ich die letzten beiden Eier von den Packungen auch noch rein. So, hier jetzt noch die letzten Eier von Aldi und Netto, die noch übrig geblieben sind. Zack, zack, zack und zack. So, dann sieht das Ganze doch auch schon gleich einmal viel voller aus. Jetzt zeige ich euch einmal gleich die automatische Wendung und dann werden wir mal sehen. So, jetzt kommt der Deckel drauf, aber erstmal zeige ich euch die automatische Wendung hier. Sieht man das hier ganz gut. Gleich nochmal drücken, damit ihr das seht. Zack. Oh, die Temperatur. Na gut, wir werden jetzt den Deckel draufsetzen. Ich hoffe, man hört das Ding noch auf zu piepen. Na, jetzt hört es auf. So, und jetzt warten wir, bis auf der Anzeige 21 steht. Und dann kommt der nächste Livestream. Mal gucken, ob ich dann Livestream mache. Oh, nein! Verdammt! Ich bin da drauf gekommen. Ich hab den Stecker rausgezogen. Oh, jetzt dreht er die Eier nochmal. Toll. Alles klar. Jetzt nochmal zum Display von der Brotmaschine. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Habe ich eigentlich schon mal gezeigt, ne? Na, wie gesagt. Hier steht jetzt halt die Tageanzeige. Gucken wir mal, wie lange es dauert. Und ihr schreibt jetzt bitte unten in die Kommentare, welche Eier schützen werden. So habe ich hier einmal die Edeka-Eier mit der Nummer 8, Netto 09, Aldi 07, Geflügelhof 06 und dann noch die Aldi-Bodenhaltung-Eier 05. Und dazu kommen natürlich noch die eigene Eier. Da schreibt jetzt mal bitte in die Kommentare, welche Eier nur wahrscheinlich wohl schlüpfen werden. Hier jetzt nochmal. Hier haben wir meine Schierlampe. Das ist eine billige für 12,99 einfach von Amazon. Aber egal, meine andere ist irgendwie verschwunden. Dazu kommt jetzt auch nochmal ein Video online, wie man Eier schiert. Und dann war es das schon wieder mit dem Video. Tschüss, euer Technik-Time-Check.